So Leute, willkommen zurück bei Wolfbeit LP. Ich weiß nicht, wie gut ihr mich hören könnt. Das ist jetzt nämlich eine verdammt beschissene Situation, die ich gerade habe. Mein neues Headset, das ich mir bestellt habe, ist nämlich ebenfalls nicht ganz so toll, wie ich mir das gedacht habe. Was bedeutet, das Mikrofon geht einfach nicht, wenn ich es direkt an mein Headset anschließe, sondern das hängt jetzt nebendran an meiner Buchse. Also, ich weiß, Buchse ist auch noch ein anderes Wort für Unterhose. Nee, da hängt es nicht dran, sondern am Klinkenstecker, nicht am USB. Und das ist total beschissen, sage ich euch. Fazit, ich werde das Ding zurückschicken. Ich wollte jetzt bloß eine Aufnahme machen, weil gestern schon kein Part kam, weil ich immer noch Headset-Probleme habe. Der Quarter bringt mich auch nicht weiter. Ja, das heißt, ich mache jetzt ein paar Aufnahmen, schicke das Ding geradewegs dahin zurück, wo es hergekommen ist, und werde mir ein anderes Headset wieder mal bestellen müssen. Das muss ich dann erneut versuchen, per Prime zu bestellen, weil anders geht's nicht. Ich versuche, ein billiges zu bekommen. Ich werde mich jetzt nochmal umhören, ob irgendwer mir ein tolles, rauschfreies und gutes Audio-Mikrofon empfehlen bzw. Headset empfehlen kann. Das Problem ist halt, ich habe derzeit kein Headset. Das bedeutet, ich kann zwar über meine Kopfhörer hören, aber es klingt halt echt nicht schön. Und die Kopfhörer sind auch etwas belastend, möchte ich sagen. Die sind echt nicht gut. Das bedeutet, ich werde mich jetzt nach einem neuen Headset umhören. Das bedeutet, das Ganze zieht sich weiterhin. Ich weiß nicht, ob ich noch vor, vor Samstag, überhaupt, ob ich, das Problem ist halt, wenn das Headset jetzt nicht ankommt, wenn es nicht beikommen sollte, habe ich ein Riesenproblem. Genauso wie hier in dem Run, da habe ich auch ein Riesenproblem. Oh Gott, als Blue Baby kann ich sowas von gar nicht spielen. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu weit zurückgehe, weil es hängt halt nicht an meinem Kopf. Es hängt halt wirklich an meinem Computer, dieses blöde Ding. Und ich muss jetzt auch bald bestellen, weil ich will es dann per Prime bestellen, in der Hoffnung, es kommt morgen oder übermorgen an. Das ist nämlich meine einzige Chance jetzt. Ansonsten, ihr wisst, wie es ist, werde ich mit dem schlechteren Mikrofon noch versuchen aufzunehmen, ein bisschen was, weil ich kann das nicht bringen. Ich meine, ihr wollt mich ja auch sehen, ich möchte ja auch, dass ihr bei mir gucken könnt. Und ich habe jetzt die letzten Tage nur Eisen gebracht, weil ich davon halt sehr, sehr viel auf Vorrat gemacht hatte. Und ja, ich habe euch noch gar nicht erzählt, was mit meinem alten Headset passiert ist, ne? Das habe ich ja reparieren lassen. So, Kumpel hat's repariert. Und jetzt weiß ich, ich habe davon ja schon mal eins gehabt und da ist ja was abgebrochen. So. Das gleiche ist jetzt einfach, hat sich gedacht, ja, bei dem breche ich auch nochmal ab. Und Sennheiser macht halt einen Scheißdreck. Die sagen nichts. Ja, ich habe den Reparaturanfrage geschickt schon vor Monaten, weil da war ja noch Wackelkontakt im Kabel. Habe ich den Reparaturanfrage geschickt. Theoretisch was total Einfaches. Hätten die einfach bloß halt auf ein anderes Kabel umlöten müssen. So haben wir das dann ja, beziehungsweise er hat das dann so gemacht, mein Kumpel. Der Andi, groß an dieser Stelle. Ja, schön, echt schön gemacht, dass das Ding halt dann abgebrochen ist. Davon wusste ich ja da noch nichts, das heißt, das hätten die mir schön wieder unterjubeln können. Fand ich jetzt richtig toll und Sennheiser macht halt, wie gesagt, nichts. Und jetzt muss ich halt zusehen, woher ich noch ein neues Headset bekomme und wie ich damit euch in Kontakt trete. Weil mit dem Sound, den ich jetzt habe, das geht halt nicht. Das kann man total vergessen. Ich hoffe auch, ihr hört mich jetzt halbwegs anständig. Es ist kein Rauschen drin. Das wäre nämlich schade. Dann könnte ich auch das Ding direkt wieder zurückschicken. Das werde ich auch tun. Erstmal war das Ding eine verdammte Bastelarbeit, das wieder zusammenzusetzen. Weil das Ding, dieses Headset hier ist im Prinzip ein Selbstbastel-Set. Und sowas kostet dann, wenn man es nicht gerade so wie ich 50 Euro günstiger kriegt, 150 Euro. Ja. Das ist nichts, was ich mal eben aus der Port. So viel darf ich vielleicht im Jahr für meine ganze Technik hier ausgeben. Ich habe euch ja gesagt, die nächsten 6 Jahre, um meine ganzen Headsets abzubezahlen, muss das Ding jetzt laufen. Und was ist? Nix ist. Läuft hier gar nichts. Jetzt kann ich zusehen, ob ich. Weiß nicht, ob ich irgendwie zum Saturn oder so fahre. Das bringt wahrscheinlich auch nichts. Die haben sowas ja nicht vorrätig, denke ich mal. So, I have been blessed. Das ist gut. Ich weiß gar nicht, ob Skeptula jetzt überhaupt irgendwas bringen kann. Als Blue Baby, da wir ja keine roten Herzen kriegen. Da wir ja nie auf ein halbes Herz kommen. Und, ja.
Amnesia, ja gut, ich habe eh nichts gesehen. Oder habe ich was gesehen? Ach ja, wir haben eben... Ich habe gerade überlegt, ob wir schon im Itemraum waren. Ja, außerdem drücken die Dinger hier auf den Ohren. Ich höre mich selber kaum. Was aber nicht so schlimm ist, weil ich ja eh schreien muss, damit das Mikrofon mich anständig hört. Also ihr merkt schon, ich bin mit dem Kauf des Triton 720 Plus absolut zufrieden. Also ich habe das Gefühl, ich kann euch keine guten Headsets empfehlen, sondern ich kann euch einfach nur sagen, welche Headsets ihr auf keinen Fall kaufen sollt. Ja, das Sennheiser U320 bloß nicht kaufen. Oh, die Black Candle, die hatte ich noch nie. Curse Immunity, okay. Ach so, ja. Also die auf keinen Fall kaufen. Das Sennheiser-Ding auf keinen Fall kaufen. Und genauso wenig bitte ich euch. Ja, ich nehme hier alles mit. Oder ich bitte euch genauso wenig auch das Triton zu kaufen, ne? Ihr wisst schon. Aber Curse Immunity bedeutet, dass ich kann jetzt auf durch die Cursed Doors gehen, ohne Schaden zu bekommen. Das ist ja cool. So, erstmal mit dem Bumerang. Ah, ich gehe auf das Stunt. Ich habe eigentlich mehr auf so einen Effekt wie die Blue Candle gehofft, die ja durchschnittlich Schaden macht. Oder halt sowas hier, das ist auch schön. Halt einfach mal einen Stun raushaut. Wir brauchen dringend ein Damage Upgrade. Wenn wir durch die Cursed Rooms kommen, ist das schon mal ein großer Gewinn. Und nochmal sammle ich diese blöden Nine Lives nicht ein, das kann ich euch sagen. Die haben es ja mal überhaupt nicht gebracht bei Blue Baby. Also bei Blue Baby würde ich nie mehr Nine Lives einsammeln, außer ihr habt nur ein Seelenherz. So, stirb, du Mistvieh. Rote Herzen. Na gut, ich nehme mal die Pille. Mal gucken, vielleicht bringt sie ja irgendwas. Goathead. Ja, ich möchte euch aber mal was zeigen. Das bringt mich jetzt wahrscheinlich um. Wir haben doch das Lamp besiegt. Oder muss das Lamp mit exakt dem Charakter besiegt worden sein? Also ich weiß es nicht. Normal sollte der jetzt eigentlich versuchen, uns umzubringen. Oder wir müssen das Ganze mit dem Engel machen. Das kann auch sein. Da müssen wir aber erstmal einen Deal with an Angel kriegen. Na, danke. Also, ihr merkt, tut mir leid. Ich wiederhole mich zu oft und ich bin zu sehr genervt eigentlich, um was aufzunehmen. Aber wie gesagt, ich möchte euch nicht zu lange ohne jegliche Videos zurücklassen. Dafür verspreche ich euch, sobald Isaac fertig ist, habe ich da noch eine ganze Menge im Programm. Ich werde vielleicht mal zusehen, dass ich nebenbei schon mal Portal aufnehme, sobald ich wieder ein Headset habe. Portal habe ich ja schon mal aufgenommen, habe ich ja gesagt. Ging, war ja dann die Aufnahme kaputt. Das war richtig toll. Das hätte ich jetzt schön über die Durststrecke bringen können. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Triton nicht kaufen. Nein, Projekte. Projekte. Ich wollte auf meine Projekte eingehen. Projekte, die in Zukunft kommen. Ja. Alle Projekte in Zukunft werden, glaubt ihr, ich komme jetzt auf die Namen? Also, klar, Portal und, wie heißt das Ding? Das mit den Würfeln. Nicht so Würfel. Ich komme nicht drauf, Leute. Es ist furchtbar. Wie heißt das denn nochmal? Oh. Es wurde mir auf jeden Fall vom lieben Lasti, der wollte mir das sponsern. Aber nicht nur der, ich habe auch noch einen anderen Sponsor. Und jetzt testen wir mal, nein. Also diese Curse Immunity haben wir schon... Ach so, wahrscheinlich die andere Curse Immunity. Ja, wenn irgendwie Curse of the so und so in dem Floor ist. Are you a Wizard? Ja, geht's noch schöner. Ja, ich habe eigentlich gehofft, Paralysis beschützt mich davor, aber es beschützt mich vor gar nichts. Ja, volle Aufladung, das bringt's bei dem Item sehr. Tut mir leid, so sollte ich eigentlich nicht aufnehmen und es ist auch nicht schön. Ich möchte so auch gar nicht aufnehmen und ich verpack das Ding jetzt geradewegs so, wie es ist. Mit den zerrissenen Tüten, das schicke ich denen gerade wieder zurück, das können die vergessen. Ich bestelle mir jetzt per Prime irgendwie ein 50-Euro-Headset oder so. Mal gucken, ob die Tonqualität, ob ich die irgendwie halten kann. Was bist du denn? Mysterious Paper. Jede Menge Papers. Ja, die haben wir jetzt. Und die Satanistenbibel, jawohl. Das ist doch schon mal ein Item, das sich lohnt, sich Item zu nennen. Mein Gott. Ja, eine Vollaufladung, darauf habe ich gehofft. So. Das ist das Spacebar-Item, ne? Das hier. Das Spacebar-Item will ich eigentlich nicht. Das können wir aber in Spirit Heart kaufen.
Ja, Spacebar-Item würde eigentlich bringen, dass wir hier die Karte nach und nach aufdecken. Der erste Effekt ist der Effekt des, der World. Also wir sehen, nee, nicht der World, der Karte. Also wir sehen die komplette Karte. Zweiter Effekt ist Blue Map. Und dritter Effekt ist Kompass. Wenn ich das jetzt so richtig ausgelegt habe. Kann auch sein, dass ich Blue Map und Map vertauscht habe. Aber auf jeden Fall der letzte Effekt ist der Kompass. So, und wir machen jetzt den Boss. Machen wir Boss. Wer ist der Boss? Ich bin der Boss. Trotz schlechtem Headset. Ja, ihr merkt, ich werde nie müde darauf rumzureiten. Wie auch. Ist ja noch nicht so lange her. Aber immerhin haben wir hier ein Protection Shield. Das finde ich schön. Das ist gerade als Blue Baby sehr, sehr wichtig, dass man, als Baby muss man sehr beschützt sein. Deswegen ist so ein Protection Shield gar nicht mal so schlecht und schön, dass jetzt hier alles explodiert einfach. Ich bin super konzentriert. Ja, ich war heute Morgen total aufgeregt in Freude, weil ich habe zwei Sachen bestellt. Noch für meinen Vater was, nämlich so ein Wecker, weil der, weil seiner gibt langsam den Geist auf. Ja, ich halt Wecker bestellt, wartet heute Morgen. Dann kam erst THL, dann Hermes. Mein Headset kam über Hermes. Und ich habe mich gefreut, ja. So lange, bis ich das Ding aufgemacht habe, diesen Bastelsatz sah, das ganze Zeug zusammengepuzzelt habe und ja, jetzt hier sitze und aufnehmen muss und langsam ein bisschen Rückenschmerzen kriege. Weil ich mich so vorbeugen muss, weil normal liege ich immer. Aber da mein Headset hier jetzt weder zum Auf... Das Ding hat nicht mal eine lange Leitung, dass ich jetzt sagen kann, ich lege das Ding so hin, dass man das richtig einstellen kann. Nein! Ich darf jetzt hier schön sitzen und hoffen, ich werde mal für den nächsten Part gucken. Ich werde den hier zeitig beenden, dass ich mich wieder hinlege. Dann gehen zumindest die Rückenschmerzen weg. Und dann gucken wir einfach mal. Weil, ja, ich denke mal, ich werde jetzt so zwei, drei Parts machen. Also für heute und für morgen. Vielleicht, naja, ich weiß nicht, ob ich Broken Age anfangen soll. Aber auf jeden Fall, spätestens morgen schicke ich das Teil hier wieder zurück. Darauf könnt ihr aber wetten, dass ich das Ding direkt wieder an den Absender zurückballer. Das kann Amazon wieder haben, den Dreck. Für sowas zahle ich garantiert keine 100 Euro. Ja, ich wollte schon 150 sagen, aber ich habe ja keine 150 gezahlt, ne? Außer, dass halt bei meinen Lieferschwierigkeiten das ganze Ding halt knapp, ja, fast zwei Wochen gebraucht hat, um hierher zu kommen. Da ist Freude pur bei mir. Braucht zwei Wochen zum Kommen und kann dann direkt wieder zurück, weil eigentlich sollte es ja schon am Montag da sein, nachdem ich es letzte Woche bestellt habe und letzte Woche Mittwoch eigentlich schon hätte da sein sollen. Habe ich auch gedacht, dass es das ist. Bloß dann hat das Ding halt gesagt, nein, das hat eine Beschädigung. Das wollen wir ihnen nicht zustellen. Auf ihren Wunsch hin kriegen sie ein anderes. Okay. Auf meinen Wunsch hin habe ich das andere bekommen. Das habe ich hier jetzt dann eine Woche später, als ich es eigentlich hätte haben wollen. Und ja, jetzt geht's gerade wieder zurück. Und ich krieg hoffentlich ein anderes. Das Ding wird storniert. Das Ding funktioniert nicht richtig. Ich sag, das Ding funktioniert nicht richtig. Ich will ein anständiges. Stornierung. Ach Gott, was rege ich mich eigentlich so auf? Ihr müsst deutlich mehr leiden als ich. Weil ihr dürft meine Videos nicht... Nein, so anmaßend bin nicht mal ich. Aber nee, ich weiß schon, dass einige meine flüssigen Videos vermissen. Und ja, das tut mir sehr, sehr leid. Das ist keine lose Phrase, die ich hier raushaue. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch da nichts bieten kann. Weil ich habe mir ja echt gedacht, dass ich jetzt die Zeit, in der nichts kommt bei mir, dass ich die jetzt voll und ganz dafür nutzen kann. Ja, aber nix ist. Gar nichts ist. Okay, Scapula funktioniert scheinbar einmal pro Raum. Das ist gut. Und ein schwarzes Herz. Ja, super, jetzt habe ich meinen Schlüssel verballert. Bin ich dämlich oder bin ich dämlich? Ich bin dämlich, ne? Saudämlich bin ich sogar. Jetzt habe ich einen Schlüssel und den haue ich gerade wieder raus, ne? Oh Mann. Wie blöd kann ein einzelner Mensch eigentlich sein? Ja, und hier kann ich auch nicht rein. Jetzt muss ich noch einen Schlüssel besorgen oder fliegen lernen. Das Einzige, was sein kann, ist, dass hier halt der Super Secret ist. Ja, das war klar. Der Krähenfuß. Birds. Okay. Das macht Eve's Bird. Ruf 2. Bird. Nein, ich bin ein bisschen durchgeknallt gerade. Ja, auf jeden Fall, es ruft Eve's toten Vogel herbei.
wer uns hier ein bisschen unterstützt und ich bin tot. Gut Leute, dann beende ich den Part ein bisschen früher. Lasst mir in den Kommentar da einen Daumen nach oben. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Binding of Isaac Rebirth. Bis dann, euer Wolf. Das Ende war gerade ziemlich leise, also bis dann, euer Wolf.